Ja, danke, dass ich ein bisschen was zu einem Projekt sagen darf, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich habe ja mal eine Firma gegründet, bei null angefangen. Das ist dann daraus Spielemax geworden und das Unternehmen habe ich dann 2008 verkauft und hatte schon Jahre vorher irgendwie so ein inneres Bild, nochmal ein neues Konzept für Einkaufszentren zu entwickeln, wo wir auf gemeinnütziger Basis etwas machen, so vielleicht als Modell für soziales Unternehmertum. Und dieses Unternehmen ist Realität geworden, wobei wir ursprünglich den Ansatz hatten, einen Laden zu haben, wo wir Produkte von Werkstätten von Behinderten verkaufen. Und wir haben dann zusammen sogar mit einer Hochschule eruiert, was gibt es in Deutschland überhaupt an Werkstätten, haben herausgefunden, es arbeiten täglich ungefähr 280.000 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten in Deutschland. Es gibt 700 Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und dann war natürlich die Frage, welche Produkte stellen die denn her, die sich eignen, in so einem Ladenkonzept zu verkaufen? Und es waren circa 1000 Produkte oder 1100 Produkte, die wir da identifiziert hatten. Und da wusste ich aber aus meiner Erfahrung heraus, das ist zu wenig. Ein Laden mit 1000 Produkten, da sagen die Leute am Anfang, ist ja toll und sind begeistert, aber wenn sie nach einem Vierteljahr wiederkommen, sagen sie, ach, ist ja langweilig, ist immer dasselbe. Also man braucht ein größeres Sortiment und dann haben wir überlegt, was passt zu Werkstattprodukten und da war naheliegend dann Fairtrade-Produkte zu eruieren, haben dann internationale Messen besucht und da war es dann kein Problem, auf 3.000 bis 4.000 Artikel im Sortiment zu kommen. Aber die Fairtrade-Leute, die haben auch ein Problem, ähnlich wie die Werkstätten, sie sind nicht besonders innovativ. Und man muss bei einem solchen Laden mit solchem Artikelcharakter wenigstens 30% Neuheiten pro Jahr haben und das konnten die nicht leisten. Und daraus hat sich dann ergeben, dass wir, das war aber auch ein Stück weit Führung von Gott, weil jemand seine christliche Buchhandlung gerade aufgeben wollte und die christlichen Buchhandlungen in Deutschland durch Amazon vor allen Dingen auch bedingt sterben, dass man ein Konzept entwickelt, um christliche Buchhandlungen herum, also Bücher herum, mit Fairtrade, mit Werkstattprodukten heraus ein Konzept zu entwickeln. Und damit sind wir gestartet. Als gemeinnütziges Unternehmen und dann noch mit dem Ansatz, Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das war alles zu viel auf einmal. Das Ergebnis war, dass wir dann 7 Jahre Verlust gemacht haben. Aber das hat sich am Ende daraus ein Konzept entwickelt, wo wir heute ein Laden sind, wo wir auch noch Werkstattprodukte haben, auch noch Fairtrade-Produkte, aber nur noch einen kleinen Teil. Und eben normale Geschenkartikel und vor allen Dingen auch Luftkissenschuhe als einzige in Berlin. Und da hat Gott es geführt, dass wir also mit diesem Konzept jetzt sehr erfolgreich sind und die Anlaufverluste zurückverdienen konnten. Und insbesondere durch diese Kibun-Schuhe ein Produkt haben, was wirklich den Menschen dient. Zum Beispiel, was viele nicht wissen, erkranken täglich in Deutschland circa 1000 Menschen an Fersensporn. So, und ich glaube, 97 oder 98% haben innerhalb von wenigen Minuten keine Schmerzen mehr, wenn sie diese Kibun-Schuhe tragen. Naja, und so haben wir also verschiedene Dinge in dem Laden, wo wir sagen, damit können wir den Menschen dienen. Haben auch nach wie vor eine kleine Abteilung, zum Beispiel mit Bibeln, und sind dann manchmal ganz überrascht, dass Frauen mit Kopftuch heimlich in der Abteilung dann die Bibel lesen. Ja, und. Ja, wer das nicht kennt, gemeinnützige GmbH bedeutet, kein Gesellschafter kann Gewinne entnehmen. Alle Gewinne werden verspendet bzw. in die Weiterentwicklung des Konzeptes investiert. Und insofern, glaube ich, ist es ein ganz gutes Modell für soziales Unternehmertum geworden.